Hier starten wir auch nochmal den Livestream auf YouTube, wie sich das gehört. Jetzt höre ich mich doppelt und dreifach. So, dann das hier auch nochmal rein posten. Moin Moin an Pucki. Moin Moin auch an Wuschelgreen. Hallo, hallo, hallo. Einmal reloaden hier. Starten wir auch nochmal. Da ist er jetzt. Hört er sich selbst. Nice. Nice, nice, nice. Leute, wie geht's euch? Schönen Donnerstag. Habt ihr Bock? Habt ihr Bock auf eine Runde Planet Zoo? Oder was? Fühlt ihr? Fühlt ihr Planet Zoo? Sahne-Muffin und Luan sind auch da. Hallo, hallo. Also nochmal hier Hemd zu knüpfen, damit die Leute nicht durchdrehen. Dip, 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 dip. Dip, dip, dip. Bam, bam, badam, bam, bam, badam. Danke an Baumdrache. Ah, jetzt kommen die Follows, die so die letzten Tage reingekommen sind. Die kommen jetzt einmal so durch. Die rattern einmal so durch und dann geht's gleich noch weiter. Breuhofer. Martina ist auch da, jetzt erfrischendes Moment auch an Daniel. Ich hatte schon Panik, dass kein Stream kommt, sagt Pugi. Was? Der Leo. Ich glaube, jetzt sind sie alle durch. Anja ist auch da, moin moin. Martina habe ich gestern ja auch im Livestream bei Grants gesehen, ist ja immer GNG Mittwochs. Gestern kein GNG gestreamt bei mir. Habe ich keine, eigentlich nicht gefühlt. Aber Martina habe ich im Chat gesehen, sag ich, wie es ist. Martina war da. Grüße gehen raus. Hell. Sehr, sehr hell. Ich weiß auch nicht, das Licht jetzt, wo es draußen nicht so hell ist, müsste ich eigentlich wieder ein bisschen heller machen hier. Bisschen weg von der Überlichtung. Ich glaube, so könnte es gut sein. Es ist komisch, Planet Zoo zu spielen, ohne die Leute im Voice-Chat. Oh, Luan. Einfach mal in Voice gehen. Hatte schon eine Zugsentscheidung. Martina, was ist da los? Was da los, Martina? Entzugsentscheidung? Von Goro oder was? Haben wir Anja schon morgen gesagt? Ich weiß es gar nicht. Anja, Christina, herzerfrischendes. So, ich hab Bock. Ich hab heute Bock auf Planet Zoo. Ich sag's, wie es ist. Ich hab schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Aber ja, stimmt. Also Luan sagt, ein paar Leute im Voice. Da ist jetzt täglich, glaube ich, mittlerweile Voice-Chat-Action. Finde ich heftig, finde ich gut. Das ist im Prinzip genau das, was ich vor etlichen Monaten mal gesagt habe, dass es immer cool wäre, dass ich da so eine kleine Community entwickelt. Kara, moin moin. Und ist ganz nice. Jetzt auf Twitch, na gut. Moin moin, jetzt auf Twitch. Ja, letzte Woche haben wir ja hier dieses Alligatorengehege gebaut. Für die Leute, die das jetzt verpasst haben, die das nicht gesehen haben. Vivarella, moin moin. Moin moin. Aber Luan, chill dich doch einfach in den Voice und dann guck, ob da irgendwelche Leute vorbeikommen. Vielleicht kommen ja Leute vorbei und vielleicht helfe ich dir jetzt, dadurch, dass ich hier nebenbei streame. Kann ja auch sein. Möchte ja nicht ausschließen, dass das auch ganz cool sein kann, dass du hier mal zugucken kannst. Ich freue mich drauf, wenn wir hier das Dach drauf gemacht haben. Ich hatte das gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, das Gehege, aber dass das so nice aussah eigentlich, finde ich gar nicht so schlecht. Wir müssen natürlich gucken, dass wir hier auch mit gut Glas arbeiten und so. Ja, sicher, habe von einem Community-Treffen in Wien geträumt, aber gleich nach der Begrüßung bin ich wach geworden. Oh, Martina. Also ich sag mal so, in der absolut perfekten Welt verreise ich dieses Jahr nicht so in den Sommerurlaub, sondern ich mache Roadtrip-mäßig. Und dann irgendwie Community-Treffen in der Mitte von Deutschland oder so. Und dann auch mal in Österreich und in die Schweiz. Das wäre so ein kleiner Traum von mir. Und ich weiß, in Österreich und in der Schweiz wären vielleicht nicht so viele Leute dabei. Aber es könnte ja trotzdem ganz cool sein. Müsste man natürlich jetzt demnächst planen. Es ist ja auch schon wieder in 3 Monaten oder so. Kann man aber mal machen. Sairen und Uwe, moin moin an euch. Dann kann Luan nicht aktiv den Stream schauen, wenn er nebenbei im Voice ist. Weiß ich nicht. Gibt auch Leute, die aktiv so im Voice
während eines Streams dabei sind. Den Zaun finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Bin Freund vom Zaun geworden mittlerweile. Wäre in Österreich auf jeden Fall dabei. Oha. Ja, ich muss das jetzt echt. Ich muss das mal planen. Und dann machen wir das mal. Das wird auch eine coole Sache. Magst du in die linke Wand noch ein paar Fenster einbauen? Also in die hier? In die hier meinst du? Ja, ich glaube, ich könnte hier oben, glaube ich, ganz gut ein paar Fenster einbauen. Ich glaube nicht, dass ich das komplett rüber mache. Das sieht allerdings auch doof aus. Hier wird geschrien. Machen wir 2, 2, 1. Das ist natürlich keine dumme Idee, da Fenster einzubauen. Langsi würde bestimmt auch in Österreich mit dabei sein. Bestimmt. Moin Moin an Ani. Hallo Ani. Wie geht es dir? Was für Glas haben wir denn hier überall so? Hier ist dieses moderne Glas, ne? Ja. Dann gehen wir auch mal mit dem modernen Glas hier. Dass wir das auch schön einheitlich haben irgendwie. Wow, wow, wow! Die Frage ist halt, wie groß mache ich die Fenster aber so? Könnte ganz nice sein. Liz und Juli ist auch da. Hallo, moin, moin. Alles gut hier bei mir. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie ich hier richtig sitzen soll. Ich sitze noch nicht. Ich sitze noch nicht so lange hier und ich sitze auch noch nicht so gut hier. Muss so ein bisschen dran arbeiten hier an der ganzen Geschichte. Colin! Laut ist es, Colin. Sag ich, wie es ist. Danke für den Sub. Nice, hau Colin hier. Ein Sub raus, gönn dir. Danke dafür auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Support ist ja bekanntlich kein Mord, kann man ja mal machen. Jetzt komme ich vor Sonntag nicht mehr an den PC. Siren, was ist denn da los? Also wollte heute eigentlich auch spielen. Putzen hat aber länger gedauert als gedacht und muss noch Wäsche abhängen. Oha. Verstehe ich. Sandra übrigens, moin moin. Gerade rein, mein Sohn Fußballtraining. Grüße gehen auch raus. An den Kleinen, ne? An den Lünn. Anunas gönnt sich auch noch mal den vierten Monat, Freunde. So muss das, so und nicht anders. Juli ist noch im Lurk, bekommt Besuch aus Deutschland und muss auch noch mal sauber machen. Aber Anunas, der vierte, richtig nice. Sehr, sehr gut, danke dafür. Support ist kein Mord. Colin sagt, verfolge dich schon lange auf YouTube, jetzt live. Dabei freue ich mich. Grüße gehen raus an dich, Colin. Nice gemacht. Danke dafür. Und danke auch an Arunas. An Izzy. Izzy ja letzte Woche Sonntag den Zoo besucht. Wie sich das gehört, auf ganz entspannt. Den Zoobesuch dort gehabt und gemacht. Richtig und wichtig, hier nochmal den Sub rauszuhauen. Weiß gerade gar nicht. Vielleicht gönnen wir uns den hier. Wäre natürlich gut. Ich glaube, das fühle ich sogar noch ein bisschen mehr. Dadurch, dass man halt hier gucken kann und auch hier so raus. Ja, wobei, die können ja nicht rausgucken, ne, wenn die hier stehen. Das geht ja so nicht. So geht das nicht. Aber wir machen hier auch genug rein. Setz aktuell den Grundstein für den Guru beim Mulchtraum zu Siren. So muss das sein. Ich habe eine Anregung. Für mich. Oder was, Izzy?
Hau raus, Izzy. Gönn dir. Sprechen Sie frei. Das Schlammbad ein wenig im Boden versenken. Ja, wir sind hier. Auch hier mit den Blumen sehe ich gerade, die sind auch so ins Schlammbad rein. Da muss man auf jeden Fall nochmal gucken. Und generell ist das ja keine so dumme Idee, das immer zu machen. Aber ich kann im Zweifel sein, ob das überhaupt funktioniert. Dadurch, dass das hier so Gebäudekram ist. Du siehst, hier hinten funktioniert das gar nicht richtig. Ah, jetzt geht's. Also so halt. Na, und dann machen wir hier noch natürlich noch mal so. Und dann braucht man natürlich Erde. Und schon ein bisschen Wasser wäre natürlich auch nice, aber das geht leider nicht. Dann flachen wir das noch ganz klein müh ab. Außenrum. Hier jetzt nicht so. Und wenn man es dann halt abflacht, sieht es nicht so schlimm aus. So meinst du das, ne? Ich meine das nämlich so. Wenn dir das nicht so gefällt, mach selbst. Uwe hat nochmal endlich wieder Zeit für ein Live. Muss man sich gönnen, Uwe. Das funktioniert bei mir irgendwie nie. Welche Einstellung bei mir dazu nicht passt. Siren, da gehst du oben auf das Zahnrad und machst da Einstellung natürlich. Und dann ist es bei Spiel die Geländekollision muss. Geländekollision muss deaktiviert sein. So. Moin oder was? Fortuna, herzerfrischendes. So und nicht anders. Hier ein Zaun auf der Seite oder eher nicht? Tendiert man hier zum Zaun? Das ist ja die große Frage, die man sich stellen muss. Bock hätte ich auf einen Zaun. Aber ich habe keinen Bock, das dann nochmal so hochzusetzen wie auf der anderen Seite mit dem Weg hoch. Das müsste man sehen. Das ist halt das Problem. Aber wir hatten doch hier auch noch einen Lüden, ne? Mann, am Ende des Tages lohnt sich das halt, ne? Ich habe mich auch mega über deinen Zoobesuch gefreut, das freut mich doch. Bin der Mann und die Kollision auch mal ausgehängt, also ausgestellt zu haben, ging trotzdem nicht. Aber ich versuch's nochmal, vielleicht habe ich mich auch nur verklickt, das kann natürlich sein. An der Stelle würde ich ein Wegelement reinmachen und Bänke hin. Also hier meinst du, ein Wegelement, also meinst du, dass man hier nochmal so macht? Wenn wir dann genug Pflanzen außenrum machen und dann halt hier einen Picknicktisch hin. Bin zur Prüfung 17.04. angemeldet. Nice, sei. Dann drücke ich dir direkt die Daumen für die Prüfung. Ich finde das gar nicht so dumm mit dem Wegelement jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann würde das natürlich mit dem Zaun so hier sein. Oder einen Shop reinmachen. Nee, ich glaube, einen Picknicktisch fühle ich, glaube ich, mehr. Da kommt nochmal das Mausi rein. 31 Monate. Moin, moin, liebe Grüße aus Wilsenne am Antoro. Grüße gehen raus, Antoro.
Und an den Chat, danke für 31 Monate, das Mausi, da haust du raus. Aber Grüße gehen rein. Zurück nach Wilsterne. Na? Lass dir schön den Wind um die Nase wehen. Wie sich das gehört. Richtig und wichtig, der 31 Monate. 31 Monate ist aber auch heftig. Sag ich, wie es ist. 31 Monate ist heftig. Das ist Dedication, sag ich auch immer. Du hast mich toll unterstützt. Ich habe vor einem der Videos deines Brasilien-Zoos endlich einen Pfad zur Besucherzahlbegrenzung gefunden. Mit 4000 Besuchern ist mein Zoo perfekt am Laufen. Nice, das freut mich. Zeige ich das nur im Brasilien-Zoo-Video? Kann natürlich daran liegen, dass es dann vorher noch nicht drin war. Das haben sie ja erst später reingepatcht. So, vielleicht ist das. War das dann der Grund dafür, dass es dann erst dort erschien? Dass es erst dort reinkam, sozusagen. Guru, sorry. Ja, das ist okay. Ja, ist okay. Ist okay. Toro Bay ist auch noch gut. So, Mädels. Wollen wir hier den Zaun nochmal platzieren? Ich finde, das hier ist ja eh, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, das hier ist immer Pain in the Arsch. Auch weil das hier natürlich nicht hundertprozentig übereinstimmt. Ich glaube, ich müsste das dann hier hin machen. Und dann müssen wir. Da, da, da. Machen wir mal wieder andere Playlist an. Oh, jetzt habe ich in meinem Twitch-Stream geklickt, weil ich dachte, dass das mein Spiel wäre. Ich dusel. Toro passt zum Stierzeichen. Zum Sternzeichen. Alter, was ist denn hier los? Sternzeichen Stier. Bin ich ja, für die Leute, die sich für sowas interessieren. Glaubt ihr eigentlich, das ist vielleicht auch nochmal so ein gutes Thema, auch ein gutes Thema für GNG-Podcast hier. Glaubt ihr an Sternzeichen so? Seid ihr so Sternzeichen versiert? Glaubt ihr an sowas? Oder seid ihr da so... Na, go! Glaubt ihr da dran oder eher nicht? Den ersten Franchise-Zoo habe ich durch und jetzt ist der Brasilien-Zoo dran. Ich lasse immer beim Hunde-Cam laufen. Die armen Hundis. Die werden aber lange gecampt dann. Der erste Franchise-Zoo, das ist ein richtiger kaputter Zoo. Dann empfehle ich dir, wenn du den ersten Franchise-Zoo gesehen hast, empfehle ich dir die Makeover-Playlist. Die ersten zwei Videos sind aus dem ersten Franchise-Zoo. Was glaubst du, bekommen wir als nächstes DLC für Planet Zoo? Bei Steam wurde ja die Spieldatei geändert vor ein paar Tagen. Das stimmt, das hatte ich auch gesehen. Confirmed. Nächstes DLC ist dann confirmed, dass es erscheint. Wussten wir ja aber eh, dass ein DLC kommt. Welches? Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich tue mir schwer. Ich tue mir schwer mit Predicten dieses Mal. Auch weil die letzten Male war ich ein bisschen verkehrt, sag ich mal. Wenn ich jetzt aber predikten muss, würde ich halt wirklich so ein größeres unebene Platzierung. Oh, ein schlechter Scherz. Wenn ich predikten müsste, würde ich halt sagen, dass so ein Abschlusspack kommt. Mit mehr Tieren. Vielleicht nennen sie es ja, wenn sie smart sind, nennen sie es irgendwie das Planet Zoo Pack oder so. Das würde ich, glaube ich, auch fühlen. Was brauchen wir? Brauchen wir Getränke? Wir brauchen Getränke. Getränke gehen immer. Weil da könnte man ja eventuell einen Automaten hier hinstellen. Zum Beispiel so ein Pip-Shot-Zoo-Juice.
ein Sus. Und ich weiß natürlich, so ein Sus, der geht natürlich immer gut. Vielleicht gehen die Leute ja dahin. Mit Chance. Also so ein Ende-Ding würde ich machen. An Sternzeichen glaube ich eher, aber an Horoskope nicht, sagt Martina. Kann ich sehen. Bin Zwilling und finde es jedes Mal doof, dass Motive beim Ketten oder anderen Schmuck Zwilling immer richtig hässlich aussieht. Martinas Fische und mein Mann ist auch ein Stier. Da, schau mal her. Aber Fische und Stier passen, glaube ich, ganz gut zusammen, so angeblich. Meine ich. Oder was, Krebs? Irgendwie so. Oder was hat Zeichen allgemein? Irgendwie so ein Kram ist das. Anni sagt, ja voll. Und wenn ich nur an meinen Sternzeichen gehe, dürfte ich nicht mit meinem Mann zusammen sein. Aber durch meinen Aszendanten klappt es sehr gut. Und tatsächlich ist es auch so. Dann Mausi ist auch Stier. Mein Mann auch. Und das passt super. Ja, Stier und Stier geht ja eigentlich auch, habe ich gehört. Anu, das ist Fische. Siehste? Ich bin ja Stier. Meine Eltern sind beide Steinbock. Mein Mann ist Krebs. Und er ist stur. Und ich schwimme gern gegen den Strom. Mit wäre blöd. So als Fisch, das stimmt. Aber Anunas lässt sich nichts vorschreiben. Steinbock, mein Mann. Und ich Wassermann, Aszendant Steinbock. Ich bin, was war ich denn? Ich bin, man hat ja ein Sternzeichen so und da hat man ja auch irgendwie ein Mondzeichen und einen Aszendanten. Ich bin ja Stier und dann bin ich Fisch im Mond oder wie das heißt? Ich glaube, ich bin Fisch im Mond. Und Schütze, glaube ich, im Aszendant. Ich bin sicher ein Hai. Zumindest, ich glaube, dass mein Zahnarzt, nachdem ich schon zweimal mein Implantat kaputt gebissen habe, nicht gut. Uwe sagt, wäre cool, wenn die ersten Tiere nochmal überarbeitet werden. Das stimmt. Und wenn nochmal was an den Besuchern getan wird, das wäre auch nice. Aber das als Update und nicht als DLC, dann würde ich das so sehen. Oder ein Krokodil. Was sind denn Mondzeichen? Aber ist sie besser an der Ananas, das stimmt. Also es ist so, habe ich gelernt, dass es ja die Tierkreiszeichen gibt, also die Sternzeichen. Und dann gibt es Mondzeichen und auch, wie heißen die? Aszendanten. James schreit im Hintergrund immer noch. Dup, dup. Bom, bom. Du, du, du. Ich bin Drache im Chinesischen. Da bin ich Hahn. Im Chinesischen bin ich Hahn. An dieser Mondzeichen ist die Waage. Siehst du, also es gibt halt, also da kannst du ja, du kannst halt beibleiben, was das angeht mit den Sachen. Das Dach geht natürlich nicht, wenn ich da ein Flachdach draufsetzen will, ne? Wasserhund. Bin ich im Chinesischen das ein Schwein? Gibt's doch, ja. Ich glaube, das Schwein gibt's im Chinesischen. Der Hahn passt zu dir, Guru. Wir haben auf Discord schon festgestellt,
dass du der Hahn im Korb bist? Im Discord? Was habt ihr da besprochen? Ist das im Discord-Besprech-Channel gewesen, oder? Ich lass mir da nichts anhängen. Schweine sollen viel Glück haben. Das sowieso. Tropen nochmal. Ich habe, glaube ich, hier einen Fehler begangen. Ich muss natürlich hier unten. Es muss natürlich so ein ganz kleines bisschen noch eingedingst werden, ne? Eingebaut. Also am besten wäre es natürlich auf dem Raster, sehe ich ein. Aber am besten wäre natürlich auch noch die Rasterhöhe ein bisschen zu ändern. Das wäre halt cool, so zu machen, ne? Ist nicht massiv-filing. Was? Das ist gut. Nach oben hin müsste man eigentlich auch noch mal. Also so groß müssen die Vivarien ja gar nicht sein. Ich glaube, so ist ganz cool. Also, war es doch mal mit 6 Mädels im Voice, das ist das sowieso. Nee, aber das, ich meine, es ist so, dass du, der Aszendant ist irgendwie die Persönlichkeit, das Mondding sind die Gefühle und das Sternzeichen irgendwie das Wesen oder so. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Mandy, herzerfrischendes Moment. Da gibt es bestimmt Leute, die sich da noch ein Stück besser auskennen als ich. Ich habe das nur mal so untersucht. Aber gefühlt, wenn man dann liest, was die Sachen können, sehe ich mich bei den drei Sachen tatsächlich auch. Auch so gefühlsmäßig und wesensmäßig. Und da ist schon sehr viel Stier drin, sag ich mal. So wie ich das verstanden habe. Und jetzt reden wir hier über Horoskope, Leute. Nicht Horoskope, Sternzeichen. Horoskope ist ja nochmal ein Stück anders. Wie Anni ja auch schon, oder nicht positiv, aber wie Anni ja auch schon sagte, ist halt was anderes mit den Horoskops. Das ist die Feinling ein bisschen, da müssen wir nochmal beigehen. Okay, warte mal. Ich glaube, wir müssen hier einmal den Bambus wegmachen. Heute Astrologiekurs mit Goro. So sieht's aus. Willkommen bei Astrologie mit Goro. Der echte Astrologiekurs. Oh, Martina hat im Discord von einer Viertelstunde gesagt, hab by the way endlich das Lizard-Habitat von Zulex im Zoo Schönbrunn gefunden. Da wohnt aktuell aber kein Tier drin. Musste das direkt fotografieren als Beweis. Ja, genau, das ist das, was wir nachgebaut haben. Aber ich weiß auch nicht, ob da überhaupt Tiere drin gewohnt haben oder ob die einfach das Gehege gemacht haben für freilaufende Sachen. Google sagt, mein Mond ist Zwilling. Siehste? Kann man ja mal gespannt sein, was das bedeutet. Hey! Upsala!
So ungefähr. Stille, herzerfrischendes Moin Moin. Angeblich wäre ich gesellig. Mich muss man doch immer zwingen, unter Leute zu gehen. Zumindest außerhalb des Internets. Du kannst ja gucken, ob das dann irgendwas mit den anderen zu tun hat. Mit den anderen, die du hast. Alligator. Das Schild ist aber auch wirklich... Das Schild ist gottlos, sag wie es ist. Was, oh, warte mal. Ich muss, glaube ich, auch noch so machen. So, dass wir das auf jeden Fall safe haben. Und das muss ich einmal trennen und dann müssen wir einmal so machen. Und da war Seafighting am Start. Ich glaube, generell könnte ich die ja auch nochmal runtersetzen hier. Fühlt sich zumindest an, als müsste da hier eine Wand runter. Was haben wir denn noch hier? Wir hatten... Was für Tiere hatten wir denn hier drin? Wir hatten einmal den Bullenfrosch, ne? Und einmal hier die... Was waren hier noch drin? Könnt ihr euch erinnern, welche Tiere wir reingemacht haben? Sind das Axolotls? Axolotls! Julian zockt herzerfrischendes. Baut Goro heute Bindenwarane. You wish. Da-da. Ich kenne keinen Hund länger als eine Stunde, aber wir haben 4 Hündinnen. Falls du mal googeln willst. Srinagadana Tibet Terrier. Okay, krass. Loncado, herzerfrischendes Moment. Kann ich ja später mal googeln. Okay, da, also das Schild ist gottlos hier. Wobei, es ist ja cool, aber es passt halt nicht in mein Setting rein hier. Und der Frosch dann auch nicht. Axolotl. Guck mal, Axolotl würde gehen, so vom Schild her. Das sieht aus wie ein Digimon. Oder ein Pokémon. Pokémon. Guck da hoch hier. Hallo. I'm different. Ja, nee, fühle ich doch nicht. Fühle ich doch nicht. Hier eine Bank. Da ist auch noch sie fighting hier irgendwo. Da. Sieht nicht so aus, als wäre noch mal sie fighting. Das passt ganz gut. Du findest es ein bisschen eng, gerade der Getränkeautomat. Ja, ja. Ja, ich sehe das ein. Ich fühl das auch, dass das eng ist. Und hier sieht es doof aus. Das sind aber süße Wauzis. Müssen wir gleich mal gucken. Bin heute hier im Lurk, hab gerade Sperrmüll rausgebracht und muss noch aufräumen und vor allem alles andere wieder einräumen. Loncado, was hast du dir denn gegönnt? Platziere mal Spendenbüchsen in grün wegen dem Krokodil. Habe ich nicht Spendenbüchsen platziert? Nee. Ich bin ja der Typ, ich ändere ja nicht die Spendenbüchsen für die verschiedenen Gehege. Ich nehme ja immer
wenn ich mich auf einen Farbverlauf angepasst, eingeschossen habe, nehme ich den, um das einheitlich zu machen. Es wird noch enger dann hier, wenn ich eine Spendenbüchse hinstelle, hier vorne zumindest. Machen wir so. Also der Tisch ist leider, es wäre halt cool, wenn ich da wirklich einen Tisch reinstellen könnte. Grummel, herzerfrischendes Mormon. Aber ich glaube, ich muss mit zwei Bänken vorlieb nehmen. Beziehungsweise drei wäre natürlich, drei wäre Premium. Sieht nicht ganz so danach aus. Als könnte ich drei Bänke machen. Ich kann scheinbar hier eine platzieren. Warum auch immer. Kann ich ihn noch ein Stück weiter zur Seite machen hier irgendwie? Dann machen wir das schön. Wir machen das schön. Bestes Gehege im ganzen Zoo. Findest du Stille? Und das ist nicht mal eins, was wir umgebaut haben, leider. Leider. So, ein paar Flenskin müssen da auf jeden Fall nochmal hin. Ich weiß gerade gar nicht, wo sind wir denn? Wir sind so im Tropen- und Grasland Afrika irgendwie scheinbar hier. Was wollen die denn haben hier? Die wollen gemäßigt und Nordamerika. Warum auch immer die gemäßigt haben wollen. Und keine Tropenpflanzen. Endlich mal eine neue Matratze und ein neues TV-Regal. Das alte habe ich von Papa übernommen. Und das hatte er schon zu Teenie-Zeiten. Dementsprechend hat sich leider auch bekommen. Benommen, meine ich. Okay, krass. Krass, krass, krass. Ja, Prost, Sarin, ne? Auf dich. Gemäßigt haben wir draußen halt so viel, ne? Kann ich nicht auch noch Tropen machen in Nordamerika? Biom? Da gibt es da so zwei, drei Flenskin. Und er braut Brennnesseln. Der Guru Boy. Wir machen es besser. Speicher, sagt das Mausi auch. Und das Mausi hat recht. Hui. Muss ich kurz gähnen. So, zur Morgenröte überschreiben. Ja. Das ist jedes Mal bei Morgenröte und bei New Changcheng Zoo mittlerweile so wichtig, dass ich den richtigen auswähle. Ach, da hatten wir den Leberwurstbaum, ne? Fach zu bauen. Lehrer Gorobai. Setzen. Papa. Das ist ein Schneeballsystem. Backups sind wichtig, vor allem bei diesen Meisterwerken. Eigentlich ja. In meinem neuen Zoo möchte ich bei Workshop-Items den Ersteller dazu schreiben. Stellt sich heraus, ich habe ein Workshop-Item vom guten Sean. Nice. Welches Item ist denn das, was du von ihm genommen hast? So, sie gehen raus übrigens an Sean. An Sean McBird.
I miss you, my brother. Brother from another mother. Ich glaube, also gefühlt ist, habe ich das, also, weiß ich auch nicht. Toilettentüren, ah, okay. Trav, herzerfrischendes, moin moin, an dich, lang schon her. Luca, herzerfrischendes, auch an dich. Wie geht's dir so? Mir geht's gut und selbst? Na, was brauchst du schon jetzt? Das hier ist ein Alligatorengehege. Von den Alligatoren. Badadam. Jetzt hängt über dem Klo ein Schild Türen von Sean. Es ist schon ein Glasdach mit. Ein Flachdach mit Glas geplant. Korrekt. Weil es einfach besser aussieht. Es sieht einfach besser aus, sag ich, wie es ist. Es ist jeden Mittwoch dasselbe, ne? Es ist auch ungefähr immer dieselbe Uhrzeit, wo ich anfange, hier einen Gainer rauszuhauen. Müsste mir eigentlich mal irgendwie was reinzwiebeln, so ein Käffchen oder ein Energy. Wobei, Energy bin ich ja nicht so der große Freund von. Ich habe mal Gönnergies probiert. Die schmecken auch richtig gut. Aber wie jeden Mittwoch? Ach, heute ist Donnerstag. Guck mal. Es ist wie jeden Donnerstag. Ist heute nicht Mittwoch? An der Stelle möchte ich eigentlich übrigens auch nochmal sagen, dass ich einen freien Tag morgen habe. Also eigentlich ist Freitag für mich heute. Und trotzdem geht's so. Vor allem Sprunggelenk krass verstaucht. Und da 6 Wochen mit Schiene rumrennen. Ich meine, Glück gehabt. Aber es wird gerade warm. Und die Schiene ist so warm. Das kann ich mir vorstellen. Fast Wochenende. Heute ist schon Donnerstag. Warum habe ich. Das Gehen steckt auch noch an. Ich hole mir gleich nochmal. Die Bodenbedecker sehen cool aus. Ja, die können was. Ich hole mir gleich ein Glas Cola. Wenn wir das hier. Komm, wir trinken einmal das Wasser aus an der Stelle schon. Wie Lady schon sagt. Gute Besserung auf jeden Fall. Sahnemuffin verabschiedet sich erstmal. Pflichten rufen euch einen schönen Abend. Gurubai, vergiss nicht, alle 30 Minuten mal zu speichern. Ich. Hoffe, Sahne-Muffin. Gönn dir, schönen Start ins Wochenende morgen und danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal, Sahne-Muffin. Da-da-ba-ba. Dein Glas sieht irgendwie klein aus. Das ist auch nur ein kleines Glas. Das ist ein. Ich weiß gar nicht, was passt da rein? 0,3 oder so? Ich habe die hier in blau, in so braun und in lila. Nee, pink. So braun-gelb. Und in pink habe ich auch. Und dann habe ich große, durchsichtige Gläser noch. Habe ich mal alles geupgradet bei Gelegenheit. Seitdem ich alleine wohne, habe ich das alles mal geupgradet. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Erst, als ich in die Grundschule, also bis zur 10. Klasse, fand ich Naturwissenschaft ganz nice. So Physik und Bio und so. Und im Gymnasium fand ich Geschichte und Deutsch deutlich besser. Bin in der 6. Klasse, Kummer, Julian. Also, da fand ich die naturwissenschaftlichen Fächer cool. Mittlerweile Geschichte.
Also wenn ich sagen müsste, was mein Lieblingsfach ist, ist Geschichte. Und das ist auch das Fach, was ich am liebsten unterrichte. Habe ich das meiste Wissen drin auf jeden Fall. Bam, badam, badam, badam. Bam, badam, badam. Bam, badam, 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 badam. Manuel, herzerfrischendes. Manuel, Manuel. Das ist die kleine Birke und das passt nicht mal hier rein. Wenn ich in Rente bin, will ich Geschichte studieren. Schon lange geplant. Warum denn erst, wenn du in Rente bist? Kannst du ein Mimimi droppen? Mimimi. Oder meinst du, ob ich den Sound droppen kann? Habe ich den hier auf meinem Dings drauf? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Leider nicht. Was ich allerdings auf meinem Stream Deck habe, ist tatsächlich habe ich da das hier drauf. Das kann ich droppen. Jetzt habe ich keine Zeit, ich arbeite voll. Also. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue über den Mulch-Song. Ein schöner Song. Ein wirklich sehr, sehr schöner Song. Der beste, den wir so bieten haben hier in The Planet Zoo World. Nein, ich möchte das erstellen. Mm-hmm.
Ein Krokodackel. Mhm. Warum? Sagen die bei allen Tieren Dackel dahinter, oder was? Ich glaube halt, dass wenn wir hier Glas... Lama die Lama, übrigens, sehr, sehr frisches Moment. Muss ich doch nicht entschuldigen, dass du hier später dabei bist. Hast du halt gedacht, dass heute kein Stream ist? Macht ja nichts. Kann ja mal passieren. An der Stelle kann ich übrigens sagen, dass nächste Woche am 18. kein Stream ist. Da wird es keinen Stream geben. Nächsten Donnerstag kann ich an der Stelle schon mal öffentlich behaupten. Kein Stream nächsten Donnerstag. So, dann haben wir das auch an der Stelle schon mal geklärt. Da sind wir dann nämlich schon mal aus dem Gröbsten raus. Ich hatte für ein paar Tiere so witzige Bezeichnungen. Ich meine, das geht mit den Ausdrücken zurück, die meine Mom und ihr Bruder als und ihre Brüder als Kind von sich gegeben haben. Schwein war zum Beispiel Nutschifarli. Ein Nutschifali. Strange. Musik ist ein Banger, Leute. So. Dann haben wir das auch. Commands, das ist mit Day, Anni. Warum? Was ist den Link zu Insta Gaming? Da kann man natürlich Spiele günstiger kaufen. Hast du recht, Anni. Also, das ist der Link auch unten verlinkt. Sowohl in der Videobeschreibung auf YouTube als auch auf Twitch. Recht hast du. Kann man ganz schön was sparen. Da haben sich die letzten ein paar Male auch Leute Planet Zoo Stuff gekauft. Dann gibt's nämlich auch günstiger. Und das ohne mehr Kosten für dich. Wenn du über den Link einkaufst, unterstützt du mich tatsächlich auch. Indirekt. Anni, jetzt wo du Bescheid gesagt hast, mach das doch einfach mal. Habe ich doch schon, ich weiß. Das ist nur, das ist doch Teil des Werbeblocks, Anni. An Oberfläche ausrichten und Positionsausrichtung auch noch. Dann können wir das genauso gut nämlich so machen. Also kann man das Schild nicht mal auswählen, doppelt. Hier ist ja der Bullenfrosch, hätte ich beinahe gesagt, der Ochsenfrosch. Und hier ist das Axolotl. Schönes Axolotl. Also geht auf Instant Gaming und schaut mal. Da kann man einfach mal Ausrufezeichen Instant Gaming machen. Sei smart und zahl weniger. So und nicht anders. Hier muss irgendwas rein noch. Was könnte man gut hier hinstellen? Man kommt eigentlich wieder Jurassic World Evolution. Ich hoffe demnächst. Das Jurassic World Evolution ist ja so ein Wochenendspiel. Für mich. Müssen wir demnächst auch mal. Danke übrigens für die ganzen Herzen im YouTube-Chat. Gönnt
man sich auch mal, und jetzt ist auch mal wieder noch mal eine halbe Stunde vergangen, kann man sich auch noch mal hier eine kleine Speicherung gönnen an der Stelle. Im zu Morgenröte. Ich glaube, ich gönne mir noch ein Glas was zu trinken jetzt noch an der Stelle. Wir gönnen uns dann einmal noch mal die Crocodiles in dieser Form. Ich hole mal was zu trinken. Also manchmal, ne, hätte ich schon Bock, mit dir eine Pen and Paper Runde zu spielen, Siren. Sehe ich mich. Was für ein Setting, Siren? Sag doch mal, was für ein Setting? Wo siehst du mich? Kann sein, dass ich dabei bin dann, wenn es mir zusagt. So. Nur ein kleines Glas. Lust auf ein Glas. Das ist ja Kara. Haben wir Kara inspiziert? Nice. So, Leute. Ach, guck mal, die freuen sich auch hier. Oh, da sind ja Krokodile drin. Mau. Mau, mau. Ist aber auch gemein. Ich hab James halt draußen ein bisschen ausgesperrt, weil er mir in den letzten Streams mich immer angedingst hat. Habe ich ihn jetzt die letzten zwei Streams immer draußen gelassen und immer nur zwischendurch die Tür aufgemacht. Was willst du denn? Hab schon eine Runde mitgespielt, wo wir Tiere waren, die aus dem Tierheim ausgebrochen sind. Gut, Sci-Fi ist nicht so meins, aber Fantasy, Piraten, Steampunk, Dystopie bin ich bei. Weil Purgisnacht-Abenteuer, das ich jedes Jahr anbiete, abends, nachts vom 30.04. zum 1.05. Das ist aber mitten in der Woche, ne? Hallo James. Sollen wir ihn reinlassen? Wollen wir sie reinlassen? Kannst du mal was zu deinen künftigen Projekten sagen? Wirst du dich nochmal an einen Afrika zu wagen? Eine sehr gute Frage, Boogie. Ja, stimmt. 1.5. ist Feiertag in Deutschland. In Dänemark leider nicht. Werde ich mich an einen Afrika zu wagen? Er will sich hier mitsprechen. Ich glaube auch, er ist auch reingegangen direkt. Ich glaube, nein. Ich werde mich nicht nochmal an einen Afrika zu wagen. Das wage ich jetzt hier an der Stelle einmal zu behaupten. Zukünftige Projekte. Wenn ich ein zukünftiges Projekt, also ein Zoo planen sollte, nochmal, dann würde ich es als Miniserie machen. Also, wir haben natürlich jetzt hier im Stream noch 2-3 Zoos offen, die wir machen können. Aber generell würde ich halt eher so in die Mini-Zoo-Richtung gehen. Also nicht Mini-Zoo wie in die Challenge, aber mehr so in diese Richtung wie im Zoo of Maine zum Beispiel. Dass ich mir sage, ich mache 20 Folgen auf YouTube und dann sind das diese 20 Folgen, die man macht. Und dann macht man da auch nicht mehr. Das wäre, glaube ich,
So das Ding. Er geht jetzt zum Kleiderschrank, der Kader. Das ist halt ein bisschen uncool. Deswegen habe ich ihn auch rausgelassen. James? Hallo? James? James? Der will in den Kleiderschrank rein. Cookie, herzerfrischendes. Komm mal her. Hier hin. Bist du bescheuert? Ist dein Kleiderschrank offen? Nein. Ah doch, er steht, ich glaube, so weit offen. Weit genug, wenn der Kater da eine Kralle zwischenkriegt, dass er die Tür aufkriegt. Also. Wer die Zoo-Videos in nicht gemäßigten Biomen gesehen hat, weiß, dass er in gemäßigten Zoos zu Hause ist, eindeutig. Da bin ich eindeutig zu Hause. Das finde ich einfach viel schöner in gemäßigten Zoos. Das macht mir viel mehr Sinn, viel mehr Spaß. Oder im Wechsel, wie groß lustig ist. Das kann natürlich sein. Chris Lee, moin moin. Aber generell würde ich, glaube ich, in die Schiene gehen. Es gibt noch ein Projekt. Es gibt ein Planet-Zoo-Projekt, was ich bestimmt schon über anderthalb Jahre, ich glaube fast schon sogar zwei Jahre, auf Halde habe. Ich würde es, glaube ich, es ist... Kann sein, dass das nochmal kommt, wenn wir mit dem New Changcheng Zoo fertig sind, dass ich das mache. Mit dem roten Buch ist es das, ja. Das ist der Zoo mit dem roten Buch. Und ich habe da... Ich hätte da Bock drauf. Kann ich euch den Namen von dem Zoo sagen? Weil ich habe ihn natürlich auch hier schon gespeichert, den ersten. Hier ist der Zoo of Maine. Rotes Buch. Es gab mal ein rotes Buch, da habe ich dann alle Sachen reingeschrieben. Mit Ideen und so. Wetlands. Ja, weiß ich nicht. War ein bisschen größer, das Projekt. Angelegt. Und im schwarzen Buch stehen für gewöhnlich andere Sachen ganz genau. Das rote Buch. Ja, weiß ich nicht, ob ich den Namen spoilern soll. Oder ob es einfach mal in die Jagdgründe geht und dann bei Planet Zoo 2 auftaucht. Das kann natürlich auch sein. Sind wir ready für nee, sind wir noch nicht. Wir brauchen hier noch ein bisschen Musik in die Ding drin hier. Der Mulch-Song auch nicht. Nordamerika. In der normalen Playlist drin, Leute.
Wie fand ihr meine Gesangseinlage so? Mache ich sonst nicht. Der Witz ist, normalerweise, wenn der Mulch-Song kommt, mute ich mich auch. Aber für heute, für diese Special Occasion, weil wir den Mulch-Song random nochmal gehört haben, habe ich gedacht, ich gönne euch auch nochmal ein kleines Ständchen. Das sieht absolut beknackt aus. Das nehmen wir nicht. Wunderschön, das freut mich. Guck mal, muss man auch mal machen. Na du? Alles klar? Na? Was ist los, Jamesy, hä? Was ist los? Boop. Zugabe war perfekt. Nochmal, ein drittes Mal der Mulch-Song. Gut, dass du kein Musiklehrer bist. Dänemark sucht den Superstar. Wir haben ihn gefunden. Hey Goro! Ich habe meinem Kollegen heute einen Limonadenwitz erzählt. Fand da lustig. Pugi wird aber nicht besser singen. Es war ja nicht mal Gesang, es war ja nur so dam da dam da dam 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 dam. Dam da 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 bam ba ba da da la 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 la. Fand da lustig, du. Da ist immer noch Seafighting hier irgendwo. Es gibt da diesen einen Fleck. Aber wenn ich ihn nicht sehe, kann er nicht so wichtig sein. Ihr wisst, was die bei Asterix immer am Ende mit dem Baden machen. Hallo? War das so schlimm? Wie können einige Leute im Chat sagen, dass es wunderschön war und einige im Chat sagen, dass es halt absoluter Murks war? Das verstehe ich halt nicht. Da ist ja irgendwas läuft da nicht richtig bei den Menschen. Dann. Und ich bin halt überrascht, dass das scheinbar einen Unterschied macht dann. Wer dann zuhört. Es kann natürlich daran liegen, dass Musik halt ein Geschmacksding ist, ne? Spaß ist doch die Hauptsache in der Musik. Es gibt halt Menschen, die haben Geschmack, die anderen essen Seife. Seife! Wie wär's mit Blumenkästen, ja? Es kann auch sein, dass Blumenkästen hinkommen gleich noch. Absolut herrlich. Es war herrlich. Die sagen, das war nicht gut. Ja, die sagen, das war nicht gut, daher, die haben keinen Geschmack, so sieht es nicht aus. So und nicht anders tatsächlich. So. Da, da, da.
etwas, wovor ich immer so ein bisschen Angst habe, ist hier so Felsen in den Boden platzieren. Auch wenn man sich halt überlegen muss, weil das machen die ja in richtigen Zoos, ist das ja auch. Ich meine, bei Planet Zoo laufen die halt da durch. Die buggen dann halt da durch, die Besucher. Aber ich meine, lassen wir sie. Let them. Hier ist halt Feuchtigkeit drin. Gibt es noch so einen Spritznebel oder so? Bei Cookie hängt Windows. Muss geupdatet werden. Denke ich mal. Denke mal, das ist ein Update, was da gefahren wird. An Oberfläche ausrichten. Hallo. Haben wir das an? Ja, sehr gut. Aber generell würde ich, glaube ich, Efeu hier ganz cool finden. Nur so ein ganz kleines bisschen Efeu. Nur so angetäuschtes Efeu. Nur so ein Antäuscher. Und auf der anderen Seite natürlich auch noch einen kleinen Antäuscher machen hier. Mit die Efeu. Sehr gut. Und halt hier natürlich auch noch, ne? Oh, sogar noch ein Stück geiler, ne? Sehr gut. Kann ich nicht nachvollziehen, warum das da sein sollte. Abmelden und wieder anmelden bei Windows. Das klingt wild, sag ich jetzt mal. Haifisch auf Discord ist auch immer gut dabei. Ich glaube, mit Haifisch habe ich auch noch nie gesprochen auf Discord. Haifisch postet aber immer gut rein. Sehr positiv. Fällt immer sehr positiv auf jeden Fall. Playing Apple sagt, Guru, bist du schon mal im Heidepark gewesen? Heidepark. Das ist unser Tag. Antwort ist ja. Fahren in Heidepark. Heidepark ist super. Liebe Heidepark. Kann nicht jeder so negativ auffallen wie ich. Wird sicher was im Hintergrund runtergeladen. Ich glaube nämlich auch. Aber es kann natürlich auch sein, dass man Planet Zoo und den Stream gleichzeitig aufhat. Da muss man sich dann entscheiden. Da muss man Entscheidungen treffen. Und Planet Zoo ausmachen. Arbeite noch mit Licht, denn sobald das Dach drauf kommt. Nee. Das können wir dann immer noch machen. Aber ich glaube, so generell bin ich ganz zufrieden so. Weil dann machen wir jetzt einmal das Dach drauf. Da hast du nämlich natürlich recht. Dass wir da dann das Dach einmal drauf machen. Und zwar mit Rigipsplatten. Ist das Grau? Haben wir das Grau nicht mehr? Wird langsam schwarz zu grau. Wobei, es ist eigentlich schwarz zu blau, ne? Könnte wieder sein.
Also ich mache jetzt mal einfach mal volle Olle hier außen rum. Eine Reihe außen rum und dann gucken wir einmal, wie wir das mit dem Glas machen. Heidepark-Menschen, oh mein Gott. Guru, dann warst du schon mal fast in meiner Heimat. Siehste? Heidepark, das ist unser Tag. Wir fahren Heidepark. Eins, zwei, drei vielleicht. Es wird wahrscheinlich so sein hier. So. Fühlt sich eigentlich so grundsätzlich ganz okay an, oder? Klassenfahrten früher in den Heidepark, auch geil. Also es ist auf jeden Fall besser, als was ich gedacht hätte. Also mit ganz geschlossenem Dach geht es natürlich gar nicht. Das hier ist eigentlich ganz okay. Auch so vom Lichteinfall her ist es eigentlich noch völlig vertretbar. Meine Meinung. Meiner Meinung nach ist das so vertretbar. Wir müssen natürlich dann hier auch noch das Dach drauf machen. Weil, so wie ich das sehe, ist da dann richtig Action, wenn wir so machen. Das ist besser. Auch von oben halt. Bei Linux kann man viele Spiele leider nicht mehr spielen. Schade eigentlich. Findet ihr das Gehege immer noch gut? Also als Haus? Oder wie seht ihr das? Bin mir gerade unsicher eigentlich. Zumindest so ein ganz kleines Müh unsicher. Ich glaube, so ist besser. Der Anblick vom Weg rein. Also so meinst du? Das Ding ist halt, dadurch, dass es hier offen ist, sieht das halt auch mega hell aus. Von außen bist du noch gespannt. Ja, ich übrigens auch. Also ich muss sagen, mir gefällt es. In deinen Worten, sagt Sandra, fühle ich. Sandra fühlt's. Das ist ja gut. Fühle ich. Würde ich fühlen. Das hier weiß ich nicht, ob das mit der Bank halt so geil ist. Die gucken auf den Stein drauf. Wahrscheinlich eher weniger. Optional würde ich sonst die Bank hier hinstellen.
Nice wäre es natürlich, wenn die da so stehen könnte, genau. Der Mülleimer, den können wir immer noch hier ganz in die Ecke stellen. Hauptsache, wir haben einen Mülleimer da. Ja, fühle ich auch. Das Dach. Hier vorne müssen wir natürlich auch nochmal beigehen. Weil da können wir ja auch nochmal ein Dach reinmachen. Gerade auch. Frage ist halt, wenn wir ein geschlossenes Dach hier vorne nehmen, sieht es halt nicht mehr so nice aus, wenn du reinkommst. Aber wobei, es geht eigentlich, ne? Möchte ich mal so sagen. Wenn das Ohr doll juckt, Leute. Puggy gefällt's. Das ist wichtig. Wichtig und richtig. Hier hinten ist ein bisschen duster, ne? Aber sonst fühle ich. Würde ich fühlen, so. Würde ich fühlen. Sag, wie es ist. Sieht auch ganz okay aus von der Seite. Hier ist ja alles zu. Liegt natürlich daran, dass wir hier beim Crocodile alles reingemacht haben, was so geht. Dann wollen wir mal mit dem bescheidenen Kram anfangen. Das, was ich nicht so nice finde jedes Mal. Es sieht halt gut aus, darum mache ich es, aber es ist halt absolut nervig, das zu machen und sehr dasselbe. Es ist halt oft dasselbe. Eventuell im Eingangsblock noch ein paar Fenster. Das kann halt sein, dass das noch geht. Wir haben natürlich hier vorne noch Fenster, aber wir müssen nach ganz vorne vielleicht noch ein Fenster reinmachen. Hier irgendwie. Kannst halt auch noch mal reinmachen. Ist vielleicht okay. Vielleicht muss das auch noch weg und dann machen wir hier Großfenster rein oder so. Mal schauen. Oder so auch gut. Oder so. Das Nervige an solchen Gebäuden bauen ist immer das Außenrum erstmal machen. Ja, beziehungsweise erstmal das Haus zu machen und dann erst das Außenrum. Sodass das halt erst ganz zum Schluss gut aussieht. Und weiter geht's. Von die Gruppe trennen. Und dann reinzwiebeln. Das ist mehr dieses, dass man das Z-Filing versucht wegzumachen. Das finde ich immer schlimm. Ob sie ohne Unterstand 100% Rückzugsort haben, dann nicht. Trampeltierchen, kein Rückzugsort. Achso.
Weiß ich nämlich gerade nicht. Die Mississippi-Alligatoren haben auf jeden Fall hier 100% Rückzugsort, aber sie sind ja auch drinnen. Finde ich eigentlich ganz gut, so wie es ist. So. Auf der Seite machen wir da auch nochmal den Kram hin hier. Was wir haben, haben wir nämlich. So. Weil dann machen wir auch nochmal an Oberfläche ausrichten und das Ding auch weg. Und zurück zu unserem Dach. So schlimm ist das jetzt gerade auch gar nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass ich oft diesen Absatz mache, dass mir das so ein bisschen auf den Senkel geht. Das kann natürlich sein. Möchte ich nicht ausschließen. LOL Drop, herzerfrischendes. Moin, moin. LOL Drop. Lange ist es her. LOL Drop war einer von den absoluten OGs, der noch vor Planet Zoo da war. Also da bewegen wir uns schon sehr in der OG-Szene. Auf diesem Channel hier. Wollte ich mal so gesagt haben. Und wenn Lordrop sich auch mal ein paar Spiele günstig kaufen möchte, ne? Instant Gaming. Ich sag's, wie es ist. Aktuell sehr viel Stress mit Arbeiten und so. Man kennt's. Es gibt hier diesen der und der, die da das Glas so ein bisschen wegmachen. Ich glaube, wenn ich so mache. Nee, warte mal. Das müsste der hier sein. Für welches Ding ist der da? Für das hier? Ja, ich weiß, das sieht nicht so aus. Und der sowieso nicht. Besser. Ich meine, wir kaschieren das nachher mit Efeu und so. Alles noch zu Kaffee-LP-Zeiten. Es gab ein Vorplanet, so ganz dunkle Zeiten. Dat Mausi geht jetzt erstmal in Lurk. Einen schönen Abend noch und danke für die Inspiration vom Großmeister Goro. Danke fürs Dabeisein, Dat Mausi, und bis demnächst, beziehungsweise viel Spaß im Lurk. Ganz früher gab es mal eine Zeit vor Planet Zoo, damals. Da wurden noch andere Sachen gespielt. Nannte sich Zoo Tycoon oder Real Life. Also Lordrop kenne ich nicht im Real Life. Aber ich habe damals auch Minecraft gespielt und Overwatch und so. Ah, auch schon. Schon solche Zeiten. Ach, wir haben uns auf der Gamescom getroffen. Stimmt, 2015 war das. Stimmt, da habe ich Lordrop angetroffen. Siehste, so OG ist man noch, dass man auf der Gamescom war. Bei 10-Jähriges. Genau. TDT gab's auch noch. Ja, damals. Jetzt ist ja immer noch jeden Mittwoch ist ein GNG. Ich sag's, wie es ist. Gönnt es euch. Das ist noch so ein bisschen von damals angehaucht. So, ich glaube, das ist alles so okay hier drinnen. Cool, wenn wir hier noch so ein paar Schilder hätten. Habe ich nicht das Schilderpack hier auch
reinkopiert. Ich glaube nicht. Oh, wir haben das hier ganz vergessen. Das, den Keys. Wir haben den Keys vergessen, Freunde. So nicht. Wir haben den Keys vergessen. Ich sag's nochmal. Aber man könnte gut hier so ein bisschen Keys. Ich fühle mich alt. So muss das. So ein bisschen Kies hier vorne irgendwie hin. Oder was? Fühlt ihr das? Ich würde es fühlen. Ja, möchtest du mal wieder Minecraft spielen? Ich möchte es nicht ausschließen, aber aktuell ist das nicht in der Pipeline. Ausschließen möchte ich sowas natürlich nie. Aber aktuell ist da nicht geplant, nichts geplant sogar. Hat der irgendwie... Hat er einen Schaden oder so? Guck mal, deswegen mag ich keine Krokodile. Der hat irgendwie... Das tut ihm ganz doll weh, glaube ich. Minecraft April-Scherz-Version wäre lustig. So, das hier war die Säbelantilope, die in... die Inzucht betreibt. Amadi. Dann kriegt die halt ein Inzuchtbaby jetzt gerade. Er schüttelt doch durch den Kopf. Er tanzt. Achso, der tanzt. Aber ich immer noch denselben Job mache wie damals. Also Lehrer sein, ja. Immer noch. Ich mag das eigentlich. Hier ist Seafiling. Seht ihr das? Es wird das Ding sein. Wild, dass ich so lange warten musste, bis ich Seafiling sehe. Sieht nicht danach aus. Klar. Klar, weiterhin Spaß daran. Sonst würde ich es ja nicht machen. So. Also hier würde ich gerne so Informationsschilder noch hinhängen, wenn wir welche finden würden. Aber ich dachte, ich hätte das aus dem Workshop mit hoch, also mit reingenommen. Habe ich aber scheinbar nicht. Es sind natürlich immer dieselben Workshop, wobei. Wobei. Das ist ja sogar für einen Alligator. Finde ich nice. Ich finde, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Oder? Warum haben wir das Schild eigentlich vorher nicht benutzt dann? Oder wann habe ich das runtergeladen? Was ist das? Achso.
steht da? Bike more, carbon footprint. Plant a tree, recycle, wind energy, save water. Water. Save water. Oh, geil. Wann habe ich das denn runtergeladen hier? Instructions. All signs are modular. They are built up to by many groups. This is so you can recolor every element. Start by recoloring the directional sign. Then group the sign part without the pole. Copy the sign around the pole in the direction you want. After recoloring, group the sign and pole. When placing, hide the red art shape. Es geht um die Dinger wahrscheinlich hier und nicht um die. Ui, das sind aber echt geile Dinger hier. Oh nein, ist das so ein Ding, so ein... Oh, ist das cool. Heftig. Bestes Ding hier. Bestes Sign-Ding. Muss ich nicht. Dass es sowas noch gibt. Ich kenne immer nur die hier. Das sind so die Standard-Dinger. Aber das andere, mega geil. Da, da, da. Bin ich noch am Stream eigentlich? Sind alle eingeschlafen? Schon, ist schon Bettzeit für euch? Leute, seid ihr noch da? Seid ihr noch gut drauf? Okay, wenn Martina noch sagt, ich bin noch live, dann glaube ich Martina mal einfach. Da, 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 da. Bettzeit ist auch bald, aber erst nach dem Stream. Ja, wir sind ja noch kurz dabei. Aber wir haben jetzt hier nur die Alligatoren reingemacht. Ich bin echt zufrieden, ne? Bin wirklich, wirklich sehr zufrieden. Wir müssen da nochmal speichern. Das ist auch schon wieder 40 Minuten her. Es sagt aber auch keiner. Ich sag's, wie es ist. Wir schauen dir gespannt zu. Gebannt. Schau dir mit zu. Grenz! Da ist er, der Grenz. Danke, 250 Leute. Moin, moin. Grenz ist da. Liebe geht raus an Grenz. Moin, Marie. Mödom. Das finde ich Grenz genial. Oder Grenz labil. Ja, nice. Ihr habt geannot, habe ich gesehen. Ich wusste nicht, dass Grenz wieder im Anno-Fieber ist. Würde ich fühlen. Fühle ich Grants demnächst. Eigentlich. Du hattest ja eine Community-Runde gestartet. Oh, so eine GG Deluxe Deluxe Anno Runde. Einfach mal so den ganzen ist er auch nicht. Hat nur 4,5 Stunden durchgehalten. Ich wollte gerade sagen, einfach mal so 20 Stunden Anno 12 Stunden Anno streamen und dann nächsten Tag auch 12 Stunden. Einfach mal einen Tag ballern. So habe ich es mit der Community gemacht. Ja, sag ich ja. Oh ja, Anno ist auch mal wieder eine tolle Idee. Sehe ich nämlich auch so, Lady. Sehe ich auch so. Und dann einfach mal so richtig hart Anno ballern, den ganzen Tag lang. Mit dick Pizza bestellen oder so. Dann richtig. Aber ja, Grants, kommst du dazu, dass wir hier gerade das Haus für den Alligatoren fertig gemacht haben hier. Für die Alligatoren. Bin übrigens relativ zufrieden damit. Ich hasse ja eigentlich Krokodile, aber das Gehege, sehr, sehr nice. Kann man sonst auch austauschen gegen irgendwelche Waranen oder so. Das Haus von außen, eher so Flughafen-Feeling. Aber wir sind noch nicht fertig. Die Frage ist, ob ich hier, so wie ich das immer mache, den Regipsbalken rumlege. Sehe ich eigentlich nicht, ne? Regips. Hier. Ah, ne, das hier. Der hier. Das Segment. Und dann, was weiß ich, machen wir es in schwarz oder so. Es ist immer ein Gewinner, das zu machen. Es ist absolut, absolut bescheuert, das zu machen.
Das ist Arbeit für richtig, richtig doofe Sachen. Oh ja, Pizza und Anno. Lass dich nicht aufhalten, Goro. Ich glaube, hier wären alle dabei mit so einem Projekt. Da müsst ihr euch ja frei nehmen und alles. So ein Wochenende. Lady wäre auch dabei. Ja dann. Wäre lustig. Und so richtig eklige Reinsuchten in Anno. Da kann man ja auch einen Zoo bauen bei Anno, ne? Beim neuesten Anno. Im Winter bitte, da wären wir jetzt halt am Wochenende. Im Frühherbst. Das hält der Mann doch nicht durch. Grants jetzt. Ja, weil GG, GNG können wir ja nicht bei Anno machen. Du, alter Mann, ich bin jetzt schon müde, Nevi. So, wir müssen einmal drüber sprechen, ob ich hier eine dunkle Kante mache oder nicht. Och, nö. Ah, es ist da wohl. Mach den unteren mal weg. Ich weiß, der ist natürlich noch nicht in der Gruppe drin. Kommt in die Gruppe. Aber wir müssen erstmal drüber sprechen, ob wir hier eine dunkle Kante machen oder eher nicht. Es sieht, am Ende wird es besser aussehen und dann werdet ihr sagen, gute Idee, Guru, mach das mal. Und ich werde sagen, oh, so viel Arbeit. Weil das ist hier halt auch so viel Arbeit. Und es ist halt auch Arbeit, so dumme Arbeit auch. So stumpf. Siehste? Einen botanischen Garten kann man auch bauen. Moment, Guru. Ist doch nicht alt. Er ist jünger als ich. So sehe ich das nämlich auch. Wenn du unten den grauen Pixel wegmachst, wird es bestimmt. Ja, das ist ja das, was ich sage, warum ich. Ich muss halt zwei Dinger machen hier von denen. Das konnte ich allerdings eben nicht. Weil dann ist das Gizmo falsch, das Grid. Das sieht halt leider besser aus, ne? So eine Scheiße. Gute Idee, Goro, mach das bitte. Ja, das sag ich ja. Es sieht halt leider besser aus. Warum sieht das eigentlich so schief aus mit den Fenstern hier? Sieht irgendwie schief aus. Bin shave, had good life, ne? Sag ich immer. Mr. Ich baut gerade einen französischen Zoo. Und er soll mit großem Vogelpark und Aquarium, um zu zeigen, dass Planet Zoo mehr könnte. Das stimmt. Go, go, go! Braune Kante ist top, dabei ist die Kante schwarz. Just saying. Weil die Tür nicht mittig unter den beiden Fenstern. Ja, das stimmt wahrscheinlich, aber. Ich könnte es ja ändern, weil hier ist ja auch der Weg, ne? Genau. Ich könnte ja so machen. Sieht halt beknackt aus. Kann man machen, wäre halt aber scheiße.
Mist. Jetzt sieht das drin wahrscheinlich blöd aus. Au, meine Hand. Keiner mag Tauben. Das ist so blöd mit dem Weg. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Halt, 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 halt. Ist das nicht ein Raster? Habe ich den gerastert? Komm, bitte, bitte sag, ich habe den gerastert. Bitte sag, ich habe den gerastert. Bitte, bitte, bitte. Nein. Nur breiter machen. Ein Achterweg. Das ist ja ein Achter. Ein Achterweg. Der kommt von Achtern. Just perfect. Pushen kann er. Das kann er, du. Gefuscht. Bis zum Gehen nicht mehr, es hat gefuscht, ja. Pushen kann er. Fusch am Bau. Wollen wir. Müssen ja einmal den, Weg mit Bordstein wegmachen. Ach, dann mache ich den überall weg hier hinten. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Da sehen wir uns natürlich nicht. Ja, dann müssen wir da mit leider leben, dass es so ist. Gut gefuscht ist halb gemacht. Gut gefuscht ist halb gekonnt. So sieht das mit mir aus. Geil. Sieht gut aus. Nice. Ja, dann hier die blöde Kante noch machen. Und ihr habt aller Wahrscheinlichkeit nach recht, dass Schwarz zu krasser Kontrast ist. Kontrast ist. Erstmal muss es eh alles in eine Gruppe. Komm in die Gruppe. Das ist eine Gruppe, aber alles in eine Gruppe. Halt, 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 halt. Wir wollten einmal die Farbe ändern. Ein schönes, freundliches Braun. Aber das ist dann immer so braun und grau alles und so. Aber auch geschmacklos zwischendurch auch mal so ein bisschen, ne? Sag ich, wie es ist. Oh. Oh. Oh, rohbraun. Kastanienfarbe. Willst du meine kleine Kastanie sein? Durch Zufall draufgeklickt und für gut befunden. Sei wie es ist. Das schief. Geil gemacht, Leute. Geil gemacht. So. Mega.
Jetzt noch an der Ecke vertikal. Ja, so weit sind wir noch gar nicht. Immer ruhig mit den jungen Pferdes. Hier sehen wir übrigens auch den Absatz. Aber das werde ich nachher noch... Ich werde das nachher kaschieren mit Efeu. Confirmed. Oh. Ich hätte natürlich hier nochmal zwei, drei mehr machen können. Dann sparen wir uns nämlich diesen langen... Dieses lange rumgeplatziere. Und ich meine, es ist halt trotzdem eine absolute nervige Arbeit, das zu machen. Aber es lohnt sich. Das Problem ist, es lohnt sich jedes Mal, das zu machen. Und wenn sich Sachen lohnen, ups, dann muss man es auch machen. Ich sag's, wie es ist. Man muss es auch mal machen. Warum ist da nur ein schlechter Scherz? Cookie, geht jetzt erstmal. Cookie, gönn dir. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Das Ding ist, wir kopieren uns gerade ein Seafiring-Objekt, ne? Das hier. Es liegt hauptsächlich daran, dass das ineinander geschoben ist dort, ne? Dass wir so machen könnten. Und dann werden die gleich lang. Das, weil ich das irgendwo kopiert habe, dass das nicht so ist. Dass wenn man es nicht manuell platziert, sondern faul kopiert, so wie ich. Auch wieder Fusch am Bau. Ich sag mal so, gute Handwerker, die fuschen auch mal so ein bisschen. Hast du gelernt. Die letzte Spur mache ich jetzt wieder richtig. Machen's besser. Wir machen's besser. So. Der Witz ist, ich hätte halt gerne das untere noch mitgenommen jedes Mal. Das ging jetzt nicht. Das heißt, wir werden es so kopieren. Und dann werden wir das hier drunter legen. So. Und dann müssen wir nämlich hier den untersten von der Linie muss gelöscht werden. Weil da liegt das nämlich aktuell doppelt. Weil ich es ja gerade kopiert habe. Man sieht das auch, dass da so ein kleiner Vorsprung ist. Ist ein bisschen frickelig, sag ich, wie es ist. Aber easy game. Easy game. Und hier tatsächlich nicht lang genug runtergezogen. Das ist ein bisschen schad. Ey, was soll das? Mann! Flo! Danke für dein Follow. Einfach nochmal von Grund auf neu bauen, so sehe ich das nämlich leider auch. Ich will halt nur den unteren von den Dingern haben. Das ist auch erstmal eiskalt, sie fallen immer noch, ne? So. Passt. Das ist aber auch ein riesen Schuppen, ne? Heftig. Okay, auf den anderen Seiten passt das. Sehr gut.
Sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus, oder? Deswegen. Wir hatten ja eben gesagt, ob wir das in die Ecke noch quer machen sollen. Weiß ich halt wirklich nicht, ob wir das nochmal machen sollen. Wenn dann so, ne? Das sieht blöd aus. Der einzige Grund, warum man das machen sollte, wäre, damit das Haus noch ein bisschen mehr Kontur kriegen würde. Aber wobei, es sieht gar nicht so blöd aus. Das müssen wir hier drüben auch nochmal machen. Drehen. Hatte ich das da auch in die Wand geschoben? Ja, so ein bisschen, ne? Machen wir das hier auch mal. Finde ich gut. Würdest du bitte für meinen inneren Honk oder Monk den Mitarbeitern eine Tür gönnen? Die Arme müssen durch die Wand. Die gehen durch die Wand. Das leiden die so durch. Mitbegründerin des Morgenröde-Betriebsrats. Was für eine Mitarbeitertür gönne ich denen dann? Müsstest du jetzt nicht zwei Doppeltüren nebeneinander, weil der Weg so breit ist? Habe ich auch überlegt. Aber ich glaube, und das ist meine Annahme ist, dass zwei, also dass so eine Doppeltür blöd aussieht nebeneinander. Aber vielleicht bestätigt sich meine Annahme gerade gar nicht. Kann man tatsächlich so anbieten. Das sieht gar nicht so blöd aus. So, was ist hier so eine gute Mitarbeitertür? Hier, neue Welteingangstür hier. Für unsere Pieps. Die hier geht auch. So. Und schon haben die Mitarbeiter auch eine Tür. Oh. Das ist die falsche Gruppe. Jetzt besser. Weil das hier ist ja alles eine Gruppe. Wo sind die drin? In der Gruppe. Ah, das sind. Ah, guck mal, das sind zwei. Ja, ist okay. Passt schon. Sonst machen die Fellamupis. Flo übrigens, herzerfrischendes Momoin. Einmal Speichern. Kein Fellamupi-Aufstand heute. Ich meine das vertikal auch mehr für die Eingangsfront. Ich fand das da jetzt gar nicht so schlecht. Hier finde ich das, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn wir hier so ein bisschen. Das bringt halt gut Farbe und Kontur in das Gebäude, ne? Weil das ist ja relativ grau in grau. Aber so, oh Mann! Und es ist jedes Mal nicht im Grid drin, also hier auf dem Grid. Ich ärgere mich halt immer sehr, wenn das so ist. Die Farbe für die Türen müssen auf jeden Fall geändert werden, das sehe ich ein. Wir machen das in demselben Rotton, machen den dann allerdings deutlich dunkler. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Das Schild muss auch noch irgendwie ein bisschen runter. Können wir hier nicht? Haben wir nicht hier so ein Holzkram? Wäre gut, da einen Rahmen noch drauf zu machen, ne? Oder so? Luca, herzerfrischendes.
die Türen dunkler mit sich. Ja. Lama, die Lama geht schlafen. Gute Nacht, Lama. Bis demnächst. Denk dran, nächsten Donnerstag ist kein Stream. Nächsten Donnerstag wieder kein Stream. Ich sag's nochmal, damit nachher keiner sagt, ich hätte es nicht angekündigt. Ich habe Arbeit. Dafür Mittwoch. Mittwoch dafür dann GNG, wie man sich das gewohnt, wie man sich dran gewohnt hat. Ich spreche ohne Umlaute. GNG muss. Oh, und dann ist das ja wieder nicht auf dem Grid. Ich sag's, es ist halt gottlos, ne? Gottlos ist auch, dass das hier nicht lang genug ist, sodass ich hier auch nochmal so machen muss. Ist auch nicht tief genug für mich. Also. Das wird hier wahrscheinlich genauso sein. Ja. Finde ich gut. Wobei nach oben hin müsste gar nicht so doof sein. Könnt's ja noch mal runterziehen. Zombies ballern GNG Mittwoch. Okay, dann streamen wir halt Mittwoch. Mittwoch ein Stream. Dafür Donnerstag nicht. Und Donnerstag haben wir so ein beziehungsweise unsere Schüler haben so ein Gala-Fest. Gala. Die Gala, Leute. Die neue Gala. Oh, was ist denn hier los? Nachrichten hier? Ja. Ich hoffe, ich habe Zeit. Gönn dir. Für die Gala oder für GNG? Ich bin zufrieden, Leute. Das sieht gar nicht so blöd aus. Man muss auch mal Auge fürs Detail haben. Ich warte immer noch auf den Sonntagsstream. Wir haben doch sonntags mal gestreamt. Wieder. Da hatten wir doch, haben wir nicht Jurassic World gespielt Sonntag? Danach? Dänemark ist etwas weit von Wien, na gut. War das danach? Ich meine? Andi ist auf dem Scooter-Konzert. Hauder, lada, lauder Scooter, du. Hauder. Scooter, du. How much is the fish? Hyper, hyper. Ja, nice, Andi, gönn dir. Ja, sonst machen wir demnächst mal wieder einen Sonntagsstream. Einen schönen, entspannten Planet Zoo Sonntagsstream. Seht ihr euch da? Macht das nur, wenn ihr euch da auch seht. Wenn ihr sagt, Goro, lass das sein, dann lass ich es sein. Wenn keiner will, können wir es auch lassen. Da sehe ich mich. Scooter auch schon live gesehen. Ich meine, es war Bravo Super Show oder The Dome. The Dome. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da gab es immer diese CDs, ne, von The Dome. Die jungen Hasen kennen The Dome gar nicht. Die neue The Dome 19.
Dann hat man sich da diese CDs gekauft. Oh, es gibt diesen einen Müh, diesen einen Millimeter. Man sieht den nicht, wenn man da. Oh nö, oh nö. Das sieht gut aus. Eine CD hatte ich. Junge Hasen, nee du. Haben The Dome und Bravo Super Show geliebt. Gesuchtet. Auf RTL 2 damals. RTL 2 ist doch verkommen mittlerweile, oder? Da gibt's doch jetzt nichts mehr, was man sich noch angucken kann, vernünftig, oder? Oder wie ist das? Voll nur noch Trash. Nur noch Trash. Ach Leute, ich bin zufrieden, so wie das Haus sich erstmal anfühlt. Oder die Stimmung ist da. Es ist vielleicht. Es ist das falsche Tier. Aber. Luca schaut nur noch Twitch und YouTube. Ja, verstehe ich. Aber am Samstagabend gab es die Doku vor kurzem von Scooter. Und den Geburtstag vom HP Baxter. Scooter, da. Fühl ich. Laura Hara Scooter, so heißt das. Hauda Lara, da. Gezielt Serien auf Amazon Prime oder Netflix. Auch nicht schlecht. So, zur Morgenröte überschreiben hier. Ja, nächstes Mal dann außenrum, ne? Alles einbauen. Das haben wir ja für dieses Mal schon gesagt, aber ich bin schon so im Flow. Man muss sich auch selber hypen, Anni. Vorher muss man sich mal. Früher war das ein Anime-Sender. Aber ich schaue die nicht mehr auf Deutsch. Verstehe ich, Martina. Fernsehprogramm geht gar nicht. Dann gönnt euch doch einfach mal die Videos von Goroboy auf YouTube. Kann man machen. Kann man sich gönnen. Hier könnten wir noch mal ein paar Blubberbläschen reinmachen. Sollen wir auch noch ein bisschen Nebel machen vielleicht? Machen wir noch mal ein bisschen Nebel in die Everglades hier. Wenn es zu viel Nebel ist, sieht das immer aus, als würde das Wasser kochen. Tut's jetzt auch wieder. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben, dass das so aussieht. Ist auch sauberes Wasser. Ich glaube, wir könnten hier gut Everglades reinmachen, ne? Haben wir nicht hier das Mississippi Bayou? Champagnette. Aber so ist auch okay. Ach, mit dem Rauch geht das eigentlich jetzt so. Das ist nur der Anfang, der immer so ein bisschen komisch aussieht. Und Blubberbläschen sind auch so 2-3 da, ne? Oder? Hallo? Ach, Nebel ist ausgegangen wegen. Weil ich das weggemacht habe. Ein paar Blubberbläschen sind da, das ist gut. Das stimmt, ich habe hier ein Roger-Gehege gebaut, fällt mir jetzt ein. Das ist ja Roger. Hat unser Männchen auch schon einen Namen? Das ist der Dyson, das ist Roger. Ah ne, warte mal. Roger ist ja ein Mann. Eine Frau, meine ich. Das ist Roger. Royal. Das ist halt der Mississippi Alligator, oder? Das ist ja Roger. Loldrop ist erstmal raus. Gönn dir, Loldrop. Bis demnächst. Hau es mal rein. Christine ist jetzt auch da. Oh, Christine. Jetzt hier zum Ende hin nochmal dabei gewesen.
Das ist das Roger-Gehege. Hier ist Kara und hier liegt Roger. Kriegen die jetzt... Oh, die kriegen immer was zu snacken jetzt. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Wie Nachbars Lomb wieder. Hallo? Ich möchte einmal escapen, bitte. Weil die haben leider nicht das richtige Futter. Die haben nur dieses Billigfutter. Und das wollen wir natürlich unseren Tieren nicht zumuten. Hallo? Geht das irgendwie? Geht nicht hier. Ich habe kein Ding hier mehr. Essen. Mrs. Silvia Legato. Der Strauß kriegt auch das Beste. Der kriegt auch noch das Beste. Jetzt kriegen die Mississippi-Alligatoren auch noch was Gutes. Okay, 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 okay. Hier ist, warum geht Escape eigentlich nicht? Wo rennt der denn hin? Guck mal, Kara rennt den großen Weg und Roger direkt einfach so auf ganz entspannt hin. Und jetzt wird hier gesnackt. Koro begeistert sich für Krokus. Nö. Ich finde, es ist, glaube ich, dass das, wenn nicht, also eins der besten auf jeden Fall. So viele habe ich auch nicht gebaut. Ich glaube, das im Zoo of Maine ist auch nicht schlecht für den Krokodilskaiman. Aber jetzt haben wir ja die Alligatoren hier. Da ist das, was macht der denn da? Macht auf jeden Fall dieselben Geräusche wie Roger. Fighten die jetzt? Wo ist eigentlich der Escape geht immer noch nicht. Wo ist eigentlich das Männchen? Der ist hier. Ist auch noch hungrig, der Tyson da. Müsste sich eigentlich mal ein bisschen schneller unterwegs sein. Unser Guru bekommt noch diese Liebe. Ich merke das. Ich glaube nicht. Escape geht halt immer noch nicht. Hier haben die hierhin gekotet? Ist ja widerlich. Was findet hier ist an Krankheit gestorben? Rosa Flamingo? Was erlauben? Sind die alle krank hier? Die sind alle. Alter, da, 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 da. Flamingos sind alle krank. Große Pandemie. Alle Tiere infiziert. Da kann der Zukunftsguru sich drum kümmern, dass er hier die Flamingos rettet. Das machen wir nächstes Mal, Leute. Das machen wir nächstes Mal. Da sind zu viele drin. Da kümmert sich der Zukunftsguru drum. Erinnert ihn dran. Erinnert ihn wirklich dran. Jetzt wird hier im Lied noch gelabert. Mach aus hier. Mach aus. So. Leute, wir haben gespeichert, glaube ich, oder? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht mehr. Wir überspeichern sonst auch noch mal das nächste Mal hier. So, zack. Lang gemacht. So, in diesem Sinne würde ich sagen, der Zukunftsguru wird sich bedanken. Das macht er dann nächste Woche. Wir sehen uns demnächst wieder im Stream. Würde ich schätzen. Nächstes Mal. Donnerstag nicht. Mittwoch GNG. Wird hier auch gestreamt dann. Komm, streamen wir nächsten Mittwoch GNG. Jetzt habe ich hier angekündigt. Haltet euch frei. Mittwoch, Abend, 17 Uhr bis 20 GNG Dynamite. So sieht es nämlich aus. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für den Raid an Grants. Danke für die Subs. Danke für die Follows. Und danke für die Aktivität im Chat. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Wisst ihr ja Bescheid, ne? In diesem Sinne, Kuss, Knuddel, Knutsch. So. Haut rein, ne? Baba, ihr Lieben da. So. Das Flamingos alle verrecken. Ja, kümmern wir sich später drum. Irgendwann anders. Das ist mir aber im Dings so auch passiert, im New Changcheng Zoo. Das muss mit den Arbeitsdingern zusammenhängen. Mit den Arbeitsbereichen. Bin ich mir relativ sicher. Da ist irgendwas mit den Arbeitsbereichen.
Mal sehen, wie man das regelt.